Hallöchen zu einem neuen 30-Tage-Beinfreiheit-Challenge-Update. Heute irgendwie mit Augenringen, weil ich viel zu früh aufgestanden bin für meine Verhältnisse. Ich habe heute wieder einen Rock an. Heute muss ich aber sagen, hat es mich irgendwie total genervt, irgendwie mir einen Rock rauszusuchen. Ich wollte heute einfach nur irgendwie schnell eine Hose schluppen und ein Oberteil drüber ziehen, irgendwelche Schuhe. Und dann dachte ich mir so, nein, du musst jetzt einen Rock anziehen und dann brauchte ich irgendwie auch passende Schuhe und ein passendes Oberteil. Und ja, ich bin da irgendwie noch ein bisschen angestrengter als bei Hosen. Aber vielleicht legt sich das ja auch noch. Zumindest denke ich jetzt schon immer öfter dran und es fällt mir schon meistens leichter. Und ich habe einfach gemerkt, auch ja, in welchen kleinen Röcken ich mich wohlfühle. Weniger danach gehend, ob sie irgendwie meine Beine schön darstellen oder meinen Po, sondern einfach dahingehend, rutschen sie beim Laufen oder rutschen sie nicht. Also zum Beispiel das Kleid, was ich beim Inlineskaten anhatte, ist da halt super, da rutscht nichts. Oder dieses rote Kleid, was ich im Kino anhatte, das ist so super geschnitten. Das ist zwar relativ kurz, aber da rutscht auch überhaupt nichts beim Laufen. Also man muss nicht die ganze Zeit zuppeln. Und klar, der Rock von heute, der weiße Rock, da ist das so. Also ich meine, es gibt halt auch kurze Röcke, die einfach gut genug geschnitten sind, um nicht zu rutschen. Und Yoda möchte auch nochmal Hallo sagen. Dann sag mal Hallo, Schatz. Da ist die Kamera. Nee, du möchtest einfach nur mit im Video sein? Na gut. Und ja, also im Moment habe ich so gar keinen Bock, irgendwie was von diesen Röcken anzuziehen, die halt rutschen, weil es einfach unbequem ist, insofern, dass man eben ständig unterwegs zuppeln muss und dann darauf achten muss und das nervt mich dann irgendwie. Ja, und deswegen ziehe ich gerade lieber so Sachen an, die sehr unkompliziert sind und überlege schon, ob ich dann diese Röcke eben komplett ausmiste, weil, glaube ich, auch eine Strumpfhose nicht dafür schützt, dass sie rutschen. Ich werde aber mal, weil ich die Röcke an sich mag, mal gucken, ob ich jetzt auf YouTube mal so ein Hack finde, wie sie vielleicht nicht mehr rutschen. Aber wenn ich den nicht finde, dann fliegen sie raus. Ah, und eine Ergänzung. Heute ist Tag 16. Gestern war Tag 15, den ich nicht gefilmt habe. Da hatte ich nochmal dieses ganz lange Kleid an und da einfach ein, ja, ein Strickjäckchen drüber, weil es ein bisschen kühler war. Aber das hat gut funktioniert. Hallo, es ist Tag 17, glaube ich. Und es sind heute draußen 19 Grad aktuell. Es ist zwar trocken, aber es ist nicht wirklich warm. Das heißt, heute gibt es wieder eine Strumpfhose und mal einen anderen Rock. Den habe ich aus dem Esprit Sommerschluss verkauft. Da war der ganz günstig im Angebot. Und ja, einfach grauer Rock, graue Schuhe dazu, schwarze Strumpfhose. Und damit fühle ich mich sehr wohl. Also ich muss sagen, das ist eine Rocklänge und Kleidlänge, die ich irgendwie sehr, sehr mag und sehr, sehr bequem ist. Und ich habe einen ganz tollen Tipp bekommen unter dem letzten Update-Video. Also manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich wäre, glaube ich, nie drauf gekommen. Und zwar hat eine Abonnentin gemeint, die ganz viele Röcke und Kleider immer trägt, dass sie, wenn sie Fahrrad fährt oder irgendwo gammelt oder so, einfach eine Hotpants halt drunter zieht. Also so ein kleines Höschen, so ein Hotpants-mäßig eben. Und wenn der Rock irgendwie mal hochfliegt oder man irgendwas sieht, dann hat man da einfach eine Hose drunter. Mega einfach, mega simpel, mega gute Idee. Ich habe keine Hotpants, die irgendwie unter einen Rock passen, aber wenn ich beim nächsten Einkauf mal unterwegs bin, werde ich einfach mal gucken, dass ich mir mal so eine in Schwarz oder so mitnehme, damit ich dann auch, wenn ich ja irgendwie sowas mache wie Radfahren, einfach ein gutes Gefühl habe und trotzdem Rock anziehen kann. Mega gut, vielen Dank. Aloha, Tag 18, glaube ich. Ich weiß nie, welcher Tag es ist. Ich sollte es mir vielleicht mal aufschreiben, aber ja, ihr wisst es bestimmt. Und ich habe heute wieder den grauen Rock von gestern an und habe den gerade ganz selbstverständlich angezogen. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg zum Zahnarzt. Uhuhu. Aber es wird noch nicht so viel gemacht. Ich habe hier vorne falsche Zähne, weil ich mir die als Kind ausgeschlagen habe beim Autoscooter. Kaum hatte ich meine ersten richtigen Zähne, schwupps, schon abgeschlagen. Und seitdem habe ich hier diese
Halbkronen drauf, oder wie man es nennt. Und ich hatte die ganze Zeit die Befürchtung, dass die komplett erneuert werden müssen. Also die platzen halt hier schon so ein bisschen ab und so. Aber die Zahnärztin, die ich jetzt gefunden habe, die ist mega lieb. Sie geht total auf mich ein. Und sie hat gemeint, nee, solange die halten, und wenn die schon so lange halten, ist mega gut. Und solange die noch weiter halten, müssen wir die überhaupt nicht ersetzen. Sondern sie wird mir da heute einfach ein bisschen was drauf pinseln, um eben diese ganzen Lücken und was da so abgesplittert ist, um das einfach wieder zu schließen, zu glätten. Alles kein Stress, ist dann viel günstiger, viel weniger Aufwand, es muss nicht gebohrt werden und. Ja, da bin ich sehr froh drüber. Und ja, da habe ich eben wie selbstverständlich irgendwie diesen Rock angezogen. Also ich muss sagen, früher, was heißt früher, also bis vor gar nicht langer Zeit, hatte ich diesen Rock überhaupt nicht angezogen, halt auch weil er so extrem figurbetont ist. Er sieht natürlich sehr eng aus, aber er ist ganz, ganz stretchig, ist halt so ein T-Shirt-Material, also unglaublich bequem. Man merkt überhaupt nicht, dass man ihn anhat. Und das, was ich halt gestern gemerkt habe, was so mega toll ist, er verrutscht nicht. Der rutscht unten natürlich immer so ein bisschen hoch, dass er so ein kleines Fältchen wirft. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil der rutscht halt maximal so halt ein Stück übers Knie und das war's. Und was ich halt richtig toll finde, auch ist oben der Bund, dass der halt nicht verrutscht. Weil ich kenne das so von so Röcken, die so ein bisschen höher sitzen, dass die irgendwann immer höher wandern und man sie dann immer ständig wieder runterziehen muss. Das ist aber bei dem überhaupt nicht der Fall gewesen. Das heißt, ich fühle mich in dem irgendwie, als hätte ich eine Jogginghose an. Es ist mega angenehm, mega bequem. Ich finde mich auch sehr schön in dem Rock. Also ich mag das total, so was der für eine Figur irgendwie zaubert. Ich fühle mich in dem rundum wohl und ja, sehr guter Tag. Die letzten zwei Tage war Wochenende, es war richtig schön warm und deswegen waren wir ganz viel mit den Fahrrädern unterwegs. Wir waren am See, wir waren bei Freunden und all sowas. Und da habe ich jetzt die zwei Tage so einen kurzen Jumpsuit angehabt, was einfach aufgrund des Hosenbeins, also da es ja wie so eine Shorts ist, einfach super bequem ist. Ich überhaupt nicht auf dem Fahrrad drauf achten musste, ob irgendwas rumfliegt. Und ich habe während dieser ganzen Zeit, die ich dieses Ding anhatte, nicht einmal darüber nachgedacht, wie meine Beine aussehen könnten. Ich habe es einfach angezogen, weil mir warm war, weil ich Bock auf was Bequemes hatte, weil es irgendwie sich super anbot fürs Fahrradfahren. Mega gut. Ich habe mich total befreit gefühlt. Ja, heute ist es auch wieder warm. Es wird wohl die ganze Woche warm bleiben. Ich habe noch keine Ahnung, was ich heute anziehe. Ich werde es euch jetzt einblenden, wenn ich mich entschieden habe. Es geht aber heute einfach nur ein paar Besorgungen erledigen, also kurz einkaufen und sowas. Ansonsten arbeite ich heute den ganzen Tag und bin auch mal gespannt, was ich morgen anziehe, weil morgen besuche ich die liebe Alena und ihre Tochter. Und ja, mal gucken. Aber das seht ihr dann. Hallo meine Lieben, keine Ahnung welcher Tag gerade ist, ich habe vergessen mitzuzählen, ich habe es aufgegeben, aber wenn ich das Video zusammenschneide, dann kann ich ja wieder rekonstruieren und dann seht ihr hier, was für ein Tag ist. Ich hatte ja neulich gepostet, dass ich noch nicht weiß, was ich anziehe. Ich hatte dann wieder eben den Jumpsuit angehabt, habe am nächsten Tag einen knielangen Rock angehabt, den ich total süß finde und mich darin sehr wohl gefühlt habe, auch weil der nicht rutscht und nix. Und habe jetzt heute und gestern eine ungefähr knielange Hose an. Ja, ich hatte mich da richtig gefreut. Ich war dann bei Esprit nämlich drin, da habe ich auch den Jumpsuit her und diesen knielangen Rock, den ich jetzt euch gezeigt habe. Da war nämlich jetzt Sommerschlussverkauf und es war alles mega reduziert und deswegen konnte ich dann einfach die drei Sachen mal mitnehmen, um da so eine bisschen eine Range für mich zu haben und Sachen, die ich zum Austeste und wo ich mich wohlfühle und ich mag. Und ja, gestern und heute diese Hose, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Und die werde ich wahrscheinlich jetzt auch dann am Wochenende anhaben, weil da geht es für uns auf eine Radtour. Und ja, ich denke, da ist so eine kurze Hose echt ganz angenehm. Ich werde natürlich mal gucken müssen, wie es mit dem Wetter ist. Es soll wohl schön werden, aber schauen wir mal dann. Ganz kurz auch, weil jetzt auch ein paar geschrieben haben, dass sie auch Problemzonen haben, da aber irgendwie größere Probleme mit haben, weil irgendwelche Ödeme und so weiter. Und dass sie sich deswegen das nicht trauen, auch eben gerade wegen anderen Menschen und deren Reaktionen. Und ja, also es ist natürlich so, dass einfach echt viele Menschen da draußen grausam sind und unachtsam und echt Idioten sein können. Und ich merke das ja auch, wenn ich irgendwie mit Leuten unterwegs bin und dann irgendwelche Sprüche über irgendwie gemacht werden. Und das sind auch so Momente, wo ich dann oft nicht ruhig bleibe, sondern dann irgendwie
irgendwas erwidere oder einfach ja, bitte doch mal über das Gesagte nachzudenken. Und natürlich ist das scheiße. Und ich kann es auch verstehen, wenn man sich dann dem nicht aussetzen will. Bei mir war es ja auch so. Also ich hatte ja auch das Gefühl, dass andere Leute dann irgendwas über mich denken, über mich sagen. Und habe damit ja dann das gespiegelt bekommen, was ich selber schrecklich finde an mir. Da muss einfach jeder für sich seinen Weg finden, wie er damit zurechtkommt und wie man sich wieder so ein Stück mehr Freiheit auch erlangt. Natürlich könnte ich jetzt sagen, hey, das Wichtige ist, dass man nichts drauf gibt und dass man für sich einfach frei und glücklich ist. Daran habe ich jetzt zum Beispiel gerade gearbeitet, dass ich jetzt rausgehe mit einer kurzen Hose, mit einem kurzen Rock, mit einem Kleid und es mir egal ist, was dann andere davon denken, weil ich nicht mehr drauf achte, wie ich dabei aussehe. Also weil ich mir einfach denke, hey, es fühlt sich einfach gut an, es fühlt sich bequem an, meine Beine bekommen endlich mal richtig Luft, sie bekommen endlich mal richtig Licht. Ja, sie sind jetzt auch tatsächlich nicht mehr ganz so kalkweiß wie am Anfang. Sie haben so eine Nuance brauner geworden. Was mir einfach zeigt, hey, sie genießen gerade das Licht. Und für mich ist es halt ein Riesenstück Freiheit, dass mir die anderen egal sind, dadurch, dass ich mir halt keinen Kopf mehr drum mache, oh, ich habe gerade was Kurzes an, oh, man könnte gerade meine Beine sehen, oh, bin ich frisch rasiert oder nicht. Ja? Also früher war es auch ganz schlimm für mich, wenn ich dann ein paar Stoppeln hatte, jetzt ist mir das auch völlig Wurst. Aber natürlich ist es da erstmal ein Weg hinzukommen. Also für mich hat die Challenge jetzt einfach diese direkte Konfrontation echt viel gebracht. Aber da ist einfach, jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch muss seinen individuellen Weg da finden. Und vielleicht findest du für dich irgendwas, wie du besser damit zurechtkommst, wie du es besser für dich annehmen kannst und für dich auch wieder einfach ein Stück freier wirst und vielleicht sogar irgendwann echt drauf scheißen kannst, was andere Leute sagen, weil ich weiß, dass es echt wehtun kann, was andere Leute sagen und ich habe da zwischendurch auch mit so Knapsen gehabt, auch auf YouTube. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt an den Punkt gekommen in YouTube, wenn dann irgendwie was Blödes kommt oder ein Hater-Kommentar oder so, ich kann es halt wirklich nicht mehr ernst nehmen. Und vielleicht schaffst du es ja auch mit deinen Problemen dahin zu kommen, dass wenn andere Leute irgendeinen dummen Spruch machen, du es halt echt nicht mehr ernst nimmst und nicht oberflächlich so und denkst so, ach nee, ich befasse mich jetzt damit nicht damit, sondern dass es halt dann irgendwann wirklich einfach gar nicht mehr durchkommt und du denkst so, who cares, ja. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, dass ihr da auch euren Weg findet, wie ihr damit besser klarkommt, weil es ist natürlich super schade, wenn man sich von anderen Menschen die Freiheit nehmen lässt. Aber ich kann es auch absolut nachvollziehen, weil ja, andere Menschen können auch echt grausam sein.